Heute ist der erste Dhul-Hijjah und die Sunna ist, dass man Takbir macht, also dass man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Dass man diesen Takbir ausspricht und zwar immer so oft man kann. Und dieser Takbir ist in diesen Tagen jetzt nicht an eine bestimmte Zeit gebunden. Ab dem Morgengebet, Subh-Gebet von Yawm Arafah, und das ist der 9. von Dhul-Hijjah, wird zusätzlich zu der nicht zeitgebundenen Aussprache des Takbirs noch zusätzlich dazu At-Takbir nach den Gebeten, nach den 5 Gebeten ausgesprochen, und zwar bis zum letzten Tag von den Tagen, in denen man schächten bzw. opfern kann, also 4 Tage inklusive des Eid-Feiertags, also der Eid-Tag plus 3 Tage, bis zum Asr, also bis zum 13. Dhul-Hijjah, und zwar bis zum Asr-Gebet, und dann endet die Phase des Takbirs. Deswegen sollte jeder von uns At-Takbir immer sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Und es wurde überliefert, dass Ibn Umar und Abu Huraira und andere Gefährten in diesen Tagen in die Stadt bzw. auf den Markt gingen und es laut gesagt haben, um die Menschen zu erinnern, dass sie Takbir machen, worauf diese dann auch den Takbir wiederholten.